Hallo und Aloha aus Hawaii, aus der Maui Climate Destination 2011. Und wir sind gerade aus einem Meeting raus mit Dallin Larson, CEO, und er hat uns ein Update gegeben zu dem, was die Company zurzeit macht. Und das ist wirklich atemberaubend. Ich will das ein ganz kleines bisschen weitergeben hier, was zurzeit bei Monavie passiert. Und ich kann euch nur Glück wünschen, hier dabei zu sein. Denn Monavie wird was, stellt gerade was auf, was noch niemals im Network eine Firma jemals gemacht hat. Wir haben hier eine Broschüre bekommen, und zwar ein World-Class Corporate Team. Also im Prinzip eine Management-Erweiterung von Monavie, wo Menschen in diese Company Monavie kommen, die ein Kaliber haben, was wo man im Leben eigentlich nicht unbedingt kennenlernen kann. Es geht um fünf Kerndinge, die Monavie umsetzen wollte, und zwar den Wert der Produkte zu belegen, zu beweisen. Wir haben über dieses Gerät gesprochen, womit man diesen antioxidativen Level im Blut messen kann. Da wird dran gearbeitet, kommt im Januar. Dann haben wir gesprochen über das Thema MVP, also diesen universalen Monavie-Plan weltweit auszurollen. Und auch da sind ganz, ganz viele Geheimnisse noch drum, aber eine Sache, die auf jeden Fall schon verraten werden kann: Das ganze Geschäft wird sich auf die Basics kontrollieren, und es wird eine Sache fokussiert werden, und zwar ist es der Star bei Monavie. Das heißt, einen links und einen rechts ins Geschäft einzuschreiben, und du bist da, das ist die Basis. Von dort aus der Fokus auf Gold, 3 Leute im ersten Monat, 3 im zweiten, 4 im dritten, um dann Gold zu werden. Und von dort aus geht es dann weiter, ein A, B und C-Themen zu identifizieren und damit die weiteren Stufen aufzubauen bis zum Black Diamond. Das wird der Hauptinhalt, im Prinzip Star Maker, Gold Rush und Going Diamond, das wird der Hauptinhalt von diesem MVP-System. Das dritte ist ein World-Class Corporate Team, also ein Management-Team aufzustellen, das Monavie hilft, das ursprüngliche Ziel, das ursprüngliche Versprechen, nämlich 20 Milliarden in 20 Jahren zu erreichen, wirklich umzusetzen. Und wir haben diese Leute heute kennengelernt, ich kann euch das nicht beschreiben. Ich will das ganz kurz drüber gehen. Bill Glynn ist der persönliche Berater von Dallin Larson ab sofort, der hat international Milliardeninvestments bewegt und ist eine absolute Kapazität. Jeff Cohen, neuer Chief Marketing Officer, der hat schon ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben einen Werbespot gesehen für Fernsehen, DVD, Kino und so weiter. Atemberaubend, kommt in Deutsch sogar für uns, und zwar in Kürze. Außerdem wird er die Kommunikation bei Monavie verbessern. Kommunikation in Form von SMS, Video-SMS. Kurz mal nachdenken, Video-SMS. Wenn du eine E-Mail verschickst, wie viele Leute sehen die, wie viele lesen die und so weiter, wann gucken sie die an? Wenn du wirklich willst, dass jemand deine Info liest, schickst du eine SMS. Wir bekommen das in 2 Wochen, und wenn Monavie, zum Beispiel Dallin Larson, eine Video-Message schickt, wird das sofort untertitelt auf Deutsch auch nach Deutschland kommen. Also eine massive Verbesserung in der Kommunikation, das ist ein Knaller, weil wir es auch für die Berater haben werden und damit arbeiten können. Charlie Turano läuft auch hier gerade vorbei übrigens, während ich das Video mache. Er ist derjenige, der die Mastercard-Werbung unbezahlbar erfunden hat. Das war seine Idee. Ihr kennt das, dieses ein Dinner im Yachtclub, 144 Euro und ein Erlebnis so und so unbezahlbar. Charlie Turano. Er wird das ganze Entertainment, Sport, Branding und so weiter mit Monavie machen. Menschen im Team, die sind einfach unbeschreiblich. Und so geht das weiter. Eine ganze Broschüre voll, bis hin zu Leuten, die in Regierungen Einfluss haben, die weltweite Krisen gelöst haben und die Monavie international als Markt oder als Lösung für die Herausforderungen von heute darstellen und positionieren wird. Mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Welt haben keinen Job und werden niemals einen haben. Und die Lösung dafür ist Network Marketing, Direct Selling. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Eindruck über die Menschen, die hier bei Monavie dazukommen. Außerdem, der Gründer von CNBC und CNN, derjenige, der diese ganzen Sender ins Leben gerufen hat, der die Ideen hatte, die Netzwerke, ist jetzt Teil von Monavie, von dem Management-Team. Gehen wir noch ganz kurz weiter. Wir haben noch gehabt, Grow Our Markets, also die Märkte vergrößern zu lassen. Ich bin gleich in einem Meeting für Europa, ich werde euch noch berichten. Da wird ganz, ganz viel dazukommen. Aber auch da haben wir schon viel erlebt letzte Woche. Wir haben neue Executives ohne Ende, neue Bronze, neue Silber, neue Gold. Allein in unserem Team in der letzten Woche. Es war eine der besten Wochen, die wir jemals bei Monavie hatten. Und das ist natürlich abgefahren. Und Grow Our Leadership, das heißt, die Führungskräfte weiter auszubilden. Hier wird Persönlichkeitsentwicklung von der Firma selbst kommen werden, für die Leaders sozusagen. Es wird einen Fokus auf die Rank Advancements geben. Alles Dinge, die noch geheim sind. Im Januar wird dieses MVP-System in den USA vorgestellt. Und dann auch diese ganzen Dinge. Hey, das war ein kurzer Snapshot aus Hawaii. Ich bin absolut begeistert, und mehr denn je ist die Message die Lösung ist Monavie. So, mein Name ist Daniel Fire, and I am Monavie. Thank you.